Moin ihr Baggerluten und damit herzliche Willkommen hier in diesem kleinen, aber feinen weiteren Mal zwischendurch. Das Spiel heißt Don't Trust. Kostenlos, beziehungsweise Name Your Price. Hat den ersten Platz bei hier 48-Stunden-Challenge irgendwie gemacht und da dachte ich doch, gucken wir mal rein. Und vor allem, was ich halt gerade sehe, ich habe gerade eben nochmal schnell eine geschmückt vorher und hatte hier den Screen schon an und da oben seht ihr den Akku, der läuft tatsächlich schon jetzt runter. Es hat was hier mit dem Handy zu tun. Viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht, außer wir sind halt ein Junge, wir sind jetzt irgendwie alleine irgendwie hier hingeschmissen worden, so wir wurden allein gelassen und Dinge passieren. Oh. Willkommen. To return into a starting point in order to receive the next quest. Nachdem du eine Sache fertig gemacht hast, nachdem du eine Aufgabe erfüllt hast, sollst du wieder zum Startpunkt kommen, um deine nächste Quest zu erhalten. Viel Glück. Ist ein Keks, welcher in der, okay, ist ein Keks in der Küche. Ja, dann machen wir das. Das Spiel ist gemacht worden von dem Brovar Collective, sind 5 Leute und ich bin einfach mal gespannt. Ich habe selber überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Irgendwie, Alter, diese 88% da jetzt, okay. Aus ist krass, weil da muss ich mir eben umstellen. Kann ich hier irgendwas. Ja, weißt du was? Ich hab das Gefühl. Okay, ich ganz nach oben gucken kann ich nicht. Wir sind halt irgendwie. Oh, schöne Stockfotos. Wir sind halt irgendwie allein gelassen worden. Irgendwie, wir sind alleine zu Hause und ja, und haben uns halt irgendwie ein Spiel fürs Handy runtergeladen. Also Dinge, die man so kennt. Kann ich nicht lieber irgendwas essen, was auch das hier immer sein soll? Keine Ahnung. Ein Keks. Da ist ein Keks. Und jetzt? Oh, lol. Beruhig dich. Wir haben 100 Punkte verdient. Ja, geil. Also das ist jetzt die Handy-App, das Spiel, was wir hier gerade spielen. 100 Erfahrungspunkte. Und ich soll jetzt Spielsachen in meine Spielebox einsortieren. Also ich soll aufräumen. Oh Gott, das hat doch meine Mutter gemacht hier, das Spiel. Das ist doch grauenvoll. Ach so, okay. Weil sich da irgendwie nichts geregt hatte, war ich gerade irritiert. Nein, wie doof ich bin. Also okay, man sieht hier einiges an Clipping. Die Kollisionen sind nicht so geil, aber weißt du was? Das ist in 48 Stunden gemacht worden, das Spiel. Also fuck it. Voll in Ordnung. Liegt hier sonst noch irgendwie Spielzeug rum von mir? Also ich hatte ja immer so ein Tabaluga-Plüschtier damals, ne? Das war mega. Weiß auch leider nicht, wo das abgeblieben ist. Und immer dieses mysteriöse. Oh Gott, das Kreuz da. Wir haben ein Level gemacht. Wir sollen den Fernseher anmachen. Okay, das ist definitiv nicht Muttern. Definitiv nicht. Jetzt? Ja. Ah, okay, okay. Ich mach das gut. Ich mach das gut. Jeder Spieler braucht eine gute Waffe. Pack ein Küchenmesser in die Spielebox. Alter, ich werde mich so scheiße erschrecken. Ich sehe es jetzt schon. Hallo. Mama hat immer gesagt, ich soll mir irgendwelche scharfen Gegenstände nehmen und dann ganz schnell rennen. Und vor allen Dingen, dass ich halt immer selber so diese. Guck mal, wir sind aber ein Iron Man Fan. Das ist ein sehr guter Ort. Das ist ein sehr guter Ort für ein Messer. Vergiss das nicht. Es ist so leise hier.
Musik intensiviert oder macht die Erfahrung intensiver. Mach mal das Radio an. Haben wir ein Radio eigentlich irgendwo? Also, das werden wir bestimmt irgendwo haben. Bitte mal, ich kann den nicht mehr ausmachen, okay? Wir hatten Radio damals immer hier in der Küche noch stehen, aber ich sehe, da ist es. Reality is often disappointing. Hello. Hello. Is it me you looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Es gibt kein Zurück. Mama, ich glaube, ich habe zu viel. Ich glaube, ich habe zu viel Fernsehen geguckt. Ich sehe überall wieder diese Ameisen. Oh Mama, wo bist du? Ich mach mir wirklich Sorgen. Die Leute sagen, dass ein Junge eine Spielzeugkiste rumträgt und er wurde gesehen in der Nähe vom Fluss. Bitte antworte mir. Ich würde dir gerne antworten. Ist das das Ende jetzt schon? Alter, Musik sei lauter bitte! Ich glaube, das ist das Ende. Okay. Ja, das war's. Das war's. Es gibt Ich habe ja nebenbei jetzt gerade nochmal die Website auf. Guck nochmal. Es gibt ein schlechtes Ende, ein gutes Ende und ein Easter Egg Ende. Weißt du was? Wir schmeißen das aber nochmal an. Gucken, ob irgendwie nochmal was anderes passiert. Vertraue nicht dem Spiel. Neben mir sind Geräusche, das macht mir Sorge. Weißt du was, wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie mit dem Akku nochmal was passiert. So, dann sollen wir wieder zurück. Put toys in the toy box. Ja, gut, das... Was ist denn, wenn ich das mal alles da rein tue? Vorausgesetzt, das passt da jetzt alles irgendwie rein. YouTube-Bahn. Es ist schon ein bisschen creepy. Ich habe mich nicht so sehr erschrocken, wie ich dachte, aber schon ordentlich. Also sowieso schon so von wegen so, uff. Fucking creepy. Oh, du wirst nicht aufleveln, wenn du das nicht machst. Okay. Kann ich jetzt auch andere Sachen nochmal? Kann ich das jetzt schon anschmeißen hier? Nee. Kann ich nicht. Warte mal, die Toybox hat sich bewegt. Ey! Die Scheiße! Ich finde, da ist das Messer ganz gut aufgehoben. So. Das habe ich doch gerade gemacht. Ich hab's vergessen. So ein Scheiß, ich denke gerade. Hä, warum packe ich die nicht da rein? Oh.
Das war's mit dem. Na, okay, da wäre das Messer noch. Aber das ist doch irre. Kann ich hier noch mehr machen? Und vor allen Dingen die. Es ist alles hier durch die Gegend geflogen, außer die Bälle. Sind die Bälle etwa kein Spielzeug? Nein, Sportgerät! Ja, ja, wieder die Definition von einem, ne? So. Hat vorhin auch geklappt. So, weißt du was? Ich hätte nicht erwartet, dass du so ein Noob bist. Es ist so leise hier. Mach mal die Mucke an. Na, kennen wir. Und weißt du was? Holy Jesus, rescue me! Du starbst für meine Sünden. Mach nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Jesus! Alter, das sind natürlich die besten Bilder für so ein... Oh, Flugzeug! 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 Du kommst dahin. Guck mal, es fliegt halt wirklich. So, also er hat uns auf jeden Fall jetzt hart als Noob beleidigt. Das ist ja schon mal etwas, Alter, ich zeig dem gleich mal meine Fortnite-Skills. Komm ich hier wieder raus? Das habe ich nur kurz irritiert. Schwum, schwum! Was ist die Spielzeugbox? Ach mal, warum kriege ich das Ding nicht auf? Das wäre so super gewesen. Alter, bleibst du mal hier. Hopp! Nein! Ach verdammt, ich dachte, ich könnte das noch auffangen. Ich meine, da reinwerfen in den Ventilator. Weißt du was? Ich verteile mein ganzes Spielzeug hier. Ich mache, was ich will. Ich bin ein kleiner Kevin. Mir doch egal. Jeder soll Spaß haben hier. Jeder, der reinkommt, soll Spaß haben. So. Guck mal, das Flugzeug dreht richtig schon seine Runden. Alter, wie scheiße kann man im Aufräumen sein? So, ich nehme alles, was ich... Okay, warte mal, haben wir ein Klo? So, warte mal, das Buch kommt da rein. Komm, da ist noch besser. Wir räumen den ganzen Scheiß aus. Ach so, ich wollte gerade sagen, hatte ich nicht. Kann ich nicht anmachen, schade. Oh, warte, war hier nicht ein Toaster oder sowas? Erdplatten? Nee, schade. Nee, hier kann ich nichts machen irgendwie. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas tun? Nee. Kann ich mich im Kühlschrank verstecken? So. 3 Stunden. Es ist auch verdammt leise, ne? Ich höre gerade nicht mal mehr seine Schritte. Schau, dass man das sieht. Ja, das Leben beginnt nach einem guten Kaffee. Der Junge ist vielleicht, naja, sagen wir mal mit dem Handy etc. Sagen wir mal, der ist vielleicht 8 Jahre alt. Nach einem guten Kaffee beginnt erst die Schule. Oh! Richtig. Kann ich das rausziehen? Kann ich mit dem... Wo ist mein Messer? Nein. Ich komme echt nicht mehr an das Messer ran, ne? Nee, ich komme auch wirklich nicht mehr ans Messer ran. Warte, ich hätte doch noch mehr Spielzeug, oder nicht? Um so ein Balli. Yay. Spaß, Party. Also irgendwie doch noch mehr Bälle. Oh, ich stehe auf Bälle. Was?
So. Jetzt? Ey! Weil ich hier noch nicht alles umgeräumt habe oder was? Ja, Herrgott. Herrgott, noch eins. Kann ich eigentlich hier irgendwie was mitmachen? Nee, ne? Oh Gott, ich könnte jedes Kackbuch hier nehmen. Ich kann wirklich jedes Kackbuch hier nehmen oder was? Oh, ob es euer Ernst ist. Bin so wütend. Ich muss ein Buch werfen. Und. Boah, Depp-Junge! Depp-Junge! Das ist so ein Scheiß. Bücher! Keine Liebe für Bücher. Also schon, Bücher sind nicht schlecht. Kann man sich mal geben. Aber nur das heilige Buch unseres Herrn Jesus Christus. Die Holy Bible. Oh Mann, ich will das nicht tun. Muss ich das machen? Kann ich irgendwas anderes machen? Warum haben wir eigentlich keine Türklinke in? Ich habe das Gefühl, ich wurde eingesperrt. Ah. Wie gesagt, ich bin ein richtiger Kevin. Also wahrscheinlich... Ist das wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Falsche. So. Was ist das? Irgendwie hätte ich gehofft, dass ich hier noch andere Sachen finde und nicht nur Bücher. Habe ich den da reingeworfen? Alter, ich bin so ein Hecht. So, egal, wer hier reinkommt, der wird erstmal sein blaues Wunder hier erleben. Ihr kriegt mich niemals lebend! Komm ich auch noch an! Ich will das Radio echt nicht anmachen. Ich will nicht das tun, was er mir sagt. Ich bin richtig das Aggro-Gör. So, warte, da ist noch ein Buch. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Wenn man jedes Buch irgendwie von seinem Platz entfernt und irgendwie wild rumwirft. Ey, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Die App wurde ausgeschaltet wegen einem Error, also hat sich aufgehangen. Warte mal, es ist spät. Du gehst besser ins Bett, bevor ich wiederkomme. Süße Träume. Ich hoffe, du hattest Spaß. Während ich unterwegs war. Also während ich draußen war auf einem Date oder so. Weil der Papa hat uns verlassen! Die liebe Chantal, Mom. Jo! Jetzt gucken wir nochmal, was passiert, wenn der Akku gleich leer geht. Also eigentlich wollte ich wirklich noch weniger machen. So. So. Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich habe hier doch eine Steckdose gesehen irgendwo. Ist doch eine super Idee, oder nicht? Warte, Steckdose. Wo ist sie? Warte. Warum geht das nicht? Aber ich will nicht mehr. Null Prozent. Oh. Die Batterie ist aus. Die App wird... Was? Hier wird doch gerade ein Sound. Das Spiel hat mich auf den Desktop geworfen. Ohne Scheiß jetzt. Ist einfach rausgegangen. Verrückte Welt, ey. Verrückte Welt. So, aber hier seht ihr das. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, alles Mögliche. Don't trust.
Wir haben quasi, ich würde jetzt sagen, das schlechte und das gute Ende haben wir jetzt bekommen. Es gibt aber noch ein Easter Egg Ending. Wer selber nochmal herausfinden will oder ähnliches oder selber mal ein bisschen rumspielen würde, denkt, ey, Alter, du kannst du jetzt doch da nochmal drücken müssen. Ja, Herrgott, noch eins. Dann lad es dir runter und spiel es selbst. Vielleicht findest du ja was. Gar nicht lange schnacken. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns nächste Woche. Wege, wege, ciao und tschüss.